So, da sind wir wieder. Mhm. Aha, aha, aha. Und es geht weiter mit den Hauptmissionen. Yes. Sollte sich auch langsam den Ende nähern, würde ich mal behaupten. Ja? Langsam, aber sicher. Ich weiß es nicht, also wird noch ein paar, ein, zwei geben, aber wir haben schon. Ja, dann, schon na dann, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Du, Mr. Özil, was haben sie denn hier? Xing has agreed to help us locate Kamiko's body. But he is in a delicate situation. He's selling Zilla out. Those who turn on their employers are not often treated well. Tell me about it. Especially if they have no legs. Does make it hard to do a runner. So you can understand his reluctance to transmit this information over Zilla's communications network. Zilla would be on him like farts on Gozu. Indeed. You must go and see him in person. He will direct you to the body. Once you have freed it, meet me at the outer gates. And how the fuck am I supposed to get it there? Thanks to its thirst for black rain, the body will naturally be drawn to the gates. But we must be careful to intercept it before it arrives. If it drinks too deeply, it may become too powerful to control. Wait, wait, wait. Let me make sure I have this straight. I'm gonna free a monster, then keep it away from the thing it wants most, and if I fail, the world ends? We don't go to war with the plan we want. We go to war with the plan foisted on us by supernatural sociopaths. It's not my first rodeo, Skippy. Let's do this. Let's do this. Die Platte kenne ich schon. It's not my first rodeo, Skippy. Ist auch ein bisschen... naja. Mal starten. Naja, die Übersetzung war gerade wieder spektakulär. Meine ich damit. Spektakulär. Gut. Spektakulär. Na dann drücke ich mal I. Drück mal I. Und mach das mal hier los. Ah, Future Town. Ja, da, ja, da, ja, da. Future Town. Ja, da, ja, da, ja, da, ja, da. Ja, ich glaube, wir haben so die ganzen Settings mittlerweile durch. Mittlerweile. War ja dann auch nicht so viel. Ja, irgendwie. Da hätte man also durchaus noch Ausbaupotenzial in dem ganzen Spiel eigentlich vorhanden, würde ich mal behaupten. Ja, so als Multiplayer-Arena hätte es wahrscheinlich gereicht, aber so als jetzt hier einfach mal so nebenbei. Ja, aber die Ansätze sind schon mal nicht so schlecht. Hm. So. Aber sie haben es sich halt auch ein bisschen einfach gehalten, dadurch, dass sie halt einfach immer direkt in die Level rein teleportieren. Das ist ja halt kein Open-World-Prinzip, wie man das eigentlich so, ja, eigentlich schon fast erwarten würde, oder? Fast. Mich das jetzt noch am wenigsten stört eigentlich. Ja. Ah, wir sind beim Betonmischer. Ich wusste es. Ich gucke mir mal die Unterhaltung an. You don't actually trust that guy, do you? Your dad? Fuck no. Okay, good. And he's not my dad. He's just a guy who made me alive. And the difference is? He didn't raise me. He's not my dad. You have to earn it. Besides, dads tend to be less... what's the word? Rapey? Fair enough. And murdery. There's that. And if it weren't for him, my mom would still be alive. Yeah, but you wouldn't. Yeah, but I still get to carry around the guilt. The sooner I'm clear of this family, the happier I'll be. My feelings exactly. Mhm, das ist klar. Wie haben sie denn Rapio Murdery übersetzt? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hat er nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Hat er nicht. So, mal wieder zu singen. Ja, hier erstmal hochbeamen, nicht? Oder? Ah, so, dann hast du jetzt mal wieder das Skill. Können wir hier stürzt die Squad. Ich dachte mir, die standen da so rum. Die haben das sonst nicht groß andere Missionen. So, aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Du hier, bist du aufs Maul? Ja, danke, bitte. Kriegst du aufs Maul. Und wie steht's mit dir? Vielleicht aufs Maul? Ich glaube, der da hinten hat dich schief angeguckt. Irgendwas hat mir gerade richtig eine geprattert, Junge. Raus aufs Maul! Ein bisschen Schmutz einsammeln, auch mal was ganz Neues. Schmutz, 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 Schmutz. Schmutz.
ist auch noch Schmutz. Oh, Schmutz, schön. Was? Wo ist er denn jetzt hin? So, Small Down. Zweifel auf Small Down. Wollen wir uns mal hoch hier hoch zappen? Zapp. Zappen. Ich hab mich fast gewundert, was wir hier machen sollen. Oh, und doch aufs Maul. So, Superior my ass. Also diese halt nochmal weniger mit dem bisschen. Sehr schön. Oh, meine Messer bringen mal gar nichts. Wenn nicht weiter verwunderlich ist, nochmal festgehalten haben. Hm, ja, ja, also bei mir bringt das eigentlich schon mal ganz gut was. Und ich muss auch sagen, ich bin vom Damage von diesen Drehdingern auch schon überzeugt so. Also wenn man da auch nicht trifft, ja, dann. So. Treffen ist eh immer eine schöne Sache. Ja, in manchen Fällen, aber ist halt auch eine Sache der Betrachtungsrichtung. Also. Manche freuen sich da weniger und manche mehr drüber. Was macht er jetzt? Kommt er jetzt endlich runter? Ich meine, also wenn er nicht runterkommt, kommen wir hoch, ne? Ne, er ist ja runtergekommen. Ich habe ihn da mal dezent verlegt. So. Schön. Da oben. Hier war noch irgendwo. Fühlst dich hier mit einzelnen Gegnern rum, oder? Nee, da kam eben gerade so ein super dickes Vieh gesprungen. Ich kann halt nichts dafür, dass sie sich unsichtbar machen. Was? Geht bei mir. Was für ein Supermodus bin ich denn hier gerade gewesen? Das waren meine Messer, Mann. Die machen Nee, ganze Zeit ich hab so eine exotische Fähigkeit auf meinen Messerchen, dass ich manchmal in den Hardcore-Modus gehe. Ach, das ist ja auch nett. Hatte ich schon wieder vergessen. Nutzt das ja so selten. Komm, gar nicht über lange aufhalten lassen. Eigentlich nicht, gell? Einfach halt aufs Maul hauen, irgendwie. Ja, hallo aufs Maul, sie auch. Hallo aufs Maul. Die hier auch aufs Maul, gerne. Das mache ich doch gerne. Wie steht's mit ihnen? Aufs Maul. Skillboy. Das ist nicht gut. Ist ja gut. Ja, ich bin schon wieder an unserer Lieblingsposition. Oh. Unangenehm. Oh, der Devour. Ja. Alter, was sie mit denen gemacht haben. Die halten überhaupt nichts mehr aus. Ja, ja, ist mir auch schon einfach aufgefallen. Das nennt man dann Rebalance. Richtig, richtig gut gemacht. Für einfach nur so ein übermächtiger, großer, 20 mehr Schäden, 20 mehr Schäden, genau. 20 mehr Schäden. Ja, ja, ja. Schädenski. Vor allem seine Ads halt mehr aus als er. Ja. Wo ist denn der letzte? Da drüben. Na, jetzt habe ich leider meine Minigun nicht mehr. Oh, ich meine, Schaden macht er schon, der Arsch. Macht er. Der heilt sich auch nebenbei, aber mein Dot tickt stärker, habe ich das Gefühl. Geht er down, geht er down, geht er down, trockene Waffe. Was haben wir denn hier? Ausreife. Hinter uns ist das gleiche Elend nochmal. Den kleinen. Ja. Boah. Gut. Achso, ich stand mitten in seinem Blitzscheiß drin. Blitzscheiß. So viel zum Thema Elementarwiderstand. Naja, ich bin ja auch im höchsten Schwierigkeitsgrad. Sollte man nicht vergessen. Ja, das sollte man aber dann halt auch in dem Moment. Also. Nee, den Text lese ich nicht vor. Das konnte vergessen. Ich kann das doch eh nicht mit dem Englisch. Die sind Vierzahler, Junge.
Lass mich raten, hier rüber. Nee, irgendwie nicht. Hä? Hä? Und dann? Hä? Hier ist irgendwie irgendwas. Achso, ja, stimmt. Einiges schief gelaufen. Follow the Commander. Ja, warte, hier war noch. Gut. Ja, lass ihn. Lass ihn. Ja, er ist gerade explodiert. Natürlich reine Selbstentzündung. Ich konnte also überhaupt nichts mehr zu tun. Ausweifel bekommen. Maschine. Mhm. Was denn jetzt? Ich bin da. Nicht. Ja, nicht. Wie er einfach los. Bello. Hm? Alles tot, alles tot. Schlüssel. Fuck you. Ach ja. Läufst du hin, läufst du her. Nein! Oh, jetzt bin ich ganz unten gelandet. Das ist schlecht. Ja, ich hole mir den Schlüssel. Ja, mein Schlüssel. Got it. Got it. Ich treffe uns zum Ausgangspunkt. Nee. Ja, ich bin schon wieder hinter dir. Na, sehr schön. Da bin ich. Sehr schön. Zum wievielten Mal müssen wir uns hier eigentlich schon reinflexen? Ja, ich weiß nicht. Ach, nicht du. Ich sammle nicht mehr ein, Junge. aber einsammeln, einsammeln. Einsammeln, wichtig. Leveln und looten, Junge. Was ist eigentlich draus geworden? Und du denkst, hier ist groß und hässlich, oder was? Groß ist da kommt noch ein groß und hässlich auch. Oh. Wie drauf regnet es ganz schön Skillpunkte. Und ich habe keine Munition mehr. Oh. Ich habe wieder mal eine halbe Sekunde nicht auf meine AP geachtet. Sowas nicht. Ja, es passiert im Eifer des Gefechts. Wenn ich vorher im... Im Eifer des Gefechts. Im Hardcore-Modus war. Ja, aber dafür ist jetzt alles tot, oder? Ja. Was ist denn das? Vor allen Dingen diese unsichtbaren Boots, ey. Wo denn? Da! Sterben! Ja, mal stillhalten vor allem. Stillhalten und sterben. Einfach mal die ganz ach, einfach mal ignorieren, die Wichser. Wir ja, können schon rankommen, wenn sie was wollen. So, hoch zu Xing. Zum... Ach, fragen wir nicht. Ja, ja. Ja, ist er schon weg? Keine Munition, keine Munition. Ich nehme jetzt hier die Abkürzung. Viel Spaß da unten übrigens. Bist du noch immer da unten oder was? Ich gehe auch.
Scheiße auf die Kunden. Ja, falsche Seite, also. Hier, wo willst du hin? So. Hallo. It don't mean a thing if it ain't got that zing. What's going on, buddy? Hello, Lowang. How's Comico faring inside that cesspool you call a brain? It's great. Except for the part where I hate my existence every second of the day. She says she's learned to enjoy it. Surprising, but I'm glad to hear it. Please treat her with care. She's the only member of my family who is worth anything. Have you been able to locate her body? I have, but they've been moving it daily, sometimes hourly. Let me see where they have it today. Oh dear. This does not look good. What? It seems Z-Corps have been alerted to your presence. You may have a fight on your hands. Keep searching for the body. I'll take care of these guys. Wie, jetzt muss ich mal jemanden aufs Maul hauen, oder was? Ich kümmere mich um diese Volkstanzgruppe. Volkstanzgruppe, ey. Ja. Da will ich jetzt aber auch was geboten bekommen. Boah, wenn der einmal zu tief runterfällt, verliert er immer seine Aufladung. Hier, Schnittchen. Das hat jetzt also diese Volkstanzgruppe. Das hier ist die Volkstanzgruppe. Hätte mir ja mal ein bisschen Munition mitbringen können. Widerstandsfähig gegen Feuer. Ich hätte noch nicht gesehen. Ich renne gerade die ganze Zeit nur mit einer Waffe rum. Dieses Scheißding. Hat die sich irgendwann mal ausgedreht? Danke. So, hier gibt's freie Massagen. Wer will, wer hat noch nicht? Sie vielleicht, eine dezente Massage? Sie wollen doch eine Massage. Oh. Lalala, lalala, lalala. Es nimmt aber auch immer kein Ende. Man zerlegt eigentlich die ganze Zeit unsere scheiß Viecher. Also wenn man trifft. Und hier noch eine Massage. Und hier noch eine Massage. Hey, wo ist er jetzt? Können die sich jetzt mittlerweile auch unsichtbar machen? Die hüpfen die ganze Zeit schon sehr sicher rum. Und noch eine. Aha. Sonst noch so mal wo. Wer hätte gedacht, da unten. Was sollten wir diesen scheiß Drohnen umschlagen? Ich weiß nicht, wen wir alles. Vor allen Dingen, du könntest die doch mal super haben. Mit deinem Range-Knit machen, oder? Naja, ohne Munition? Nee. Achso. Ich meine, ich könnte mich mal kurz zurück teleportieren und vielleicht mal was kaufen gehen. Das wird ja sonst nicht. Es dauert halt auf jeden Fall ein bisschen länger. Bist du eine Etage unter mir oder? Ich bin mittlerweile ganz unten gelandet irgendwie. Gut. So, Madame, auch nochmal aufs Maul. Ja, doch. Schlagt da sonst keine Frauen. Ich bin verwirrt. Jetzt bin ich dreimal über das Scheißding rübergesprungen. Ah ja. Splot? Jo, Mutterdrohne. Hast du? Rotorai! Ist da oben noch irgendwas? Jetzt müssen wir wahrscheinlich einfach wieder hoch, oder? Ja, si, senor. Hä?
Ich hab wieder nichts auf der Karte, also. Ja, bei mir steht einfach noch Defeat Zilla Corps. Also irgendwie Leute klatschen, aber. Ah ja, jetzt spawnen sie. Jetzt müssen wir wieder mit dem Typ reden. Schön wieder was. Hoch. Zu. Yep. Bist du schon auf dem Weg? Ja. Yep, yep. Oh, ich habe jetzt auch einen Pfeil. Ja, okay, ich bin falsch gelaufen. Sau stark. Wie Xing eigentlich auch nur so ein Würstchen. Linkes Würstchen. Now that was invigorating. Was ist? Any luck finding that body? Yes, I'll have the location shortly. Ask him about the gates. Oh yeah, I've been meaning to ask you. Were you there the first time the gates were sealed? What happened? Ah, now there's a tale. It all began 12 eons ago when... Can you give us the 30-second version? You mortals have no attention spans. Have to go and save the world and stuff? Very well. All energy in the Shadow Realm is derived from the chaotic forces of the Void. But, unadulterated, those forces subsume us to their primordial flux. That is why Enra launched our war against the forces of chaos, to wrest back control. The battle raged for centuries until my armies prevailed, pushing chaos into abeyance. Hoji then constructed a powerful set of enchanted gates to contain them. And Mezu sealed them with a ritual, using the only thing we had that was powerful enough. Gozu's farts? Amiona's soul. Ah, probably smells worse. The trouble was, we still needed the energy from beyond the gates to power our world. But now it had to flow through Amiona, put an immense strain on her, hence the tears. Which became your fuel. Yes. It's shocking to think about it now. Might have worked had we been modest in our use of it. Instead, Enra, Mezu, even Hoji used the power of Amiona's reign to fuel their desires, building monuments to their own greatness. Then, to protect the flow of energy, they isolated her. Loneliness and sorrow slowly drove her mad. Hoji and Enra's death seems to have pushed her past the brink. Hence her recent behavior. You mean the sex tape or the trying to destroy the universe? Both. Here, Block B. That's where they're holding the body today. Good luck, dear boy. Don't go and get yourself killed. Now, if you'll excuse me, my public needs me. Was? Zwei Skillpunkte, ja, kurz. Was passiert? Er hat einen ganz kleinen Monolog gehalten, aber wirklich. Hat sich in Grenzen gehalten. Er wollte auch die Short-Version erzählen. Schauen, hat er schon erzählt. So, jetzt muss man so hin teleportieren, das ist doch schön. Teleportieren wir uns nochmal hin. Violent Takeover! Also ich habe mich jetzt mal teleportiert. Das ist doch schön. Aber wohin? Und wo teleportierst du mich jetzt hin? Naja, mal ihren scheiß Körper holen, endlich mal. Endlich, als wären wir nicht schon 500 Mal dran vorbeigelaufen. Und haben ihn jedes Mal nicht gekriegt und jetzt kriegen wir ihn aber. Weil? Weil... Oh, noch ein Twist. So, wo ist er denn? Ja, ich synchronisiere mich noch mit dem Netzwerk. Ich bin dann bald soweit. Synchronisation. Ja. Ja. Oh. Schön. Gemein. Gemein, lecker. Schön.
So, wen haben wir heute hier so im Angebot? Guten Tag, Herren. Na, wie ist es bei euch so? Was? Boah, wie der eine mich einfach rausgeladen. Nee, ich wurde weggetreten. Es ist, wenn du da ungünstig stehst, ja, stopp, das kann passieren. Ja, ganz gut, hab ich. Jetzt war durch Strom. Hast du das gesehen, wie er mich wieder gekickt hat? Ja, das machen die ganz gerne, die Schweine. Oh, wo ist er denn? Hier, du. Aha, aha, mhm. Well. So. Hoch. Jetzt hier einfach mal hoch. Spaß aus, ja. Er sieht ja auch echt unangenehm aus. Gegen irgendwas? Ach nee. Drei Augen zum durch. Da würde ich sagen. Ah! Ich dachte, ich mach mal Z an, aber. Noch nicht? Ging mal wieder nicht. Hm. Weil die ist noch nicht so weit. Ach nee, du nicht. Auch nicht. Ihr seid alle toxic hier. Also. Elektrisch immun, das fällt euch ein. Nee, verletzbar durch Strom habe ich hier. Der eine da vielleicht. Jo. Schalalala. Na, wo seid ihr denn jetzt? Hier drüben. Scheiß Ads. Verlege ich immer wieder. Verletzbar durch Gift, man sagt, das ist auch was Neues. Verletzbar durch meine Minigun, würde ich mal behaupten. So, schau Bello. Es ist doch. Wie er mich echt noch platt gemacht hat. Ernsthaft? Durch seine komische Explosion oder irgendwas. Ja, der hätte nochmal schön irgendwie elektrischen AOE-DOT gedroppt. Hat er nochmal gemacht. Der fällt einem aber auch echt so schlecht auf. Ich bin da ein bisschen schlecht dran, aber du stehst ja oben einen Kilometer weit weg von dem Mist. Glückskeks! Getting in here could be a challenge. Unless you call Zing and have him open the door. Unless I did that indeed. Hey Zing! You Wang! Hey, that's my line. Good artist borrow, great artist steal. Hey, can you give me a hand getting in the building here? I left my key in my other pants. You have other pants? Fancy. Okay, give me just one there. Oh, thanks, buddy. You always keep me ahead of the game. You were lucky I have a sense of humor. Wurde in dem Fall wirklich mal gut übersetzt mit du hast andere Hosen, du Snob. Hm, nicht nur mit dem Wort fancy, sozusagen. Hm. Mr. Fancy Pants. Da ist schon wieder diese komische Tasten-Ding. Boah, hier waren wir noch nie. Voll toll. Ja, also jetzt mal wirklich noch nicht. Wissen Sie vielleicht ganz am Anfang oder so? Nee, nee. Boah, aber schön hier, oh, schön hier, Lichtchen. Beim Zahnarzt. Das sind die Prototypen von Gamiko, oder? Oder Beine oder so. Was ein Prototyp. Ja. Es sieht aus wie Endfight Hall of Doom. Oh look, there you are. Do you have any idea how weird it is to see myself like this? As a 30-foot tall monstrosity, I'm actually a little jealous. Wo ist Come on, there's no time to lose. Oh look, there you are. Do you have any idea how weird it is to see myself like this? As a 30-foot tall monstrosity,
I'm actually a little jealous. Come on, there's no time to lose. The only way in there is through Zilla's office. We'll need a keycard. You been there before? This is my old stomping ground, sweetie. Oh, crap! That sounded like you, didn't it? It kinda did. Never do that again. I promise. Aber ist das nicht das Labor, wo wir schon mal waren? Ja, ja, von unten rum. Unten rum waren wir schon mal. Unten rum. Also von oben rum. Unten rum, hat er gesagt. Och, Gegner, wer hätte gedacht? Was war das nochmal? Das war doch dieser russische Typ, oder? Ja, wer ist Schalalalalalalala? Ja, das war nicht Otto, sondern hier... Typ mit dem breiten Mund, den sie bei Family Guy auch mal eine Runde verarscht haben. Ah ja, wer hätte gedacht, hier gibt's einen Fahrstuhl. Facelift! Cool. Sowas will ich auch da einmal. Ja. Hätten sie viel öfter einsetzen können. Viel zu cool. Checkpoint. Ich drücke mal drauf. Oh, hallo, Mr. Luang. I thought I smelled comic books and hand lotion. You lost the hand the last time we met, Zilla. I don't recommend testing me again. Oh, I wouldn't dream of it. An old man like me is no match for the mighty Luang. But I'm curious. What's your angle here? Why have you come for this monstrosity? Hey, everyone else seems to want her. I just wanted to hang with the cool kids. Turn back, Luang. She is beyond help now. There was a time when I thought this poor thing might be my greatest achievement. But alas, it appears she did not have the inner fortitude. Throw another corpse on the slag heap of progress? Progress requires sacrifice. Sure, just not by you. I am humanity's last best hope. I am all that stands between us and oblivion. My methods might appear reckless, but I assure you, under the circumstances, they are vital. That's fucking great. I'll just grab my corpse shovel. When the gates fall, the soldiers of Project Hope will be the only thing that can save us. You would have made an excellent candidate yourself. A little headstrong, perhaps, but I have a chi chip that can fix that. I die first. If you insist. Wood! Wood, wood, wood. Wood! Kein Gegner? Zilla McCoy! Immun Hallo. Gegen Strom, immun gegen Gift, widerstandsfähig gegen Eis, immun gegen Kräfte. Super. Da haben wir das ja auch geklärt. Das ist ja alles richtig gemacht. Aber nicht immun gegen meine Minigun. Wird nur die Munition viel zu viel ausgehen. Hört sich ein bisschen an wie ein Wal. Hat auch was davon, ja. Was machst du denn jetzt gegen das Ding? Probau. Ich hab noch einen Durchlader. Ich hoffe, seine Viecher sind jetzt auch nicht immun gegen alles. Oh, das kann man halt eh nicht mehr treffen. Ja. Was haben wir denn? Wo seid ihr denn? Ja, ich weiß auch nicht, was mit ihm los ist. Ja, Dröhnchen, Popöhnchen oder was? Ja. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich an die Drohne rankomme, aber irgendjemand muss mir schon erklären. Get one. Get two. Da geht doch wieder was. Man, du solltest auf jeden Fall nicht mit Toxic oder mit Feuer drauf, der Rest ist ja okay. Ach so. Ja, er hat schon wieder so ein Eisteil. Oder? Ah ja, das funktioniert wirklich ganz gut. Oh, treffen, Junge. Schon Riesenfüße, ey. Ja, das geht super. Jetzt ist er wieder unverwundbar. Si. Kümmere mich drum. War der denn nett? Ja, ich weiß auch immer nicht, wann und wo da schweben sie. Also eins sehe ich. Flunk. Ja.
One's down. Oh. Ja, er ist auch wieder angreifbar. Jetzt haben wir den Minigun zu Ende. Ich hab ihm einfach mal in die Eier gepiekst. Nicht gut. Da ist schon wieder so ein... Hast du das Ding? Ja, zweite noch. Zack. Gibt's hier irgendwo Munition? Sag mal. Nö, aber ich krieg ihn auch. Dauert halt einen kleinen Moment. Ja, wenn du mal schön im Kreis ran. Ne? Ja, ich steche mal einmal drüben. Jetzt ist er wieder immun. Ohne. Wo ist Nummer 2? Boah. Ja, gut. Hat es zertreten einfach mal. Einfach mal ins Gesicht getreten, ja. Ja, ich dachte, ich mach einfach mal weg. Jetzt hat es mir gerade irgendwie ordentlich Munition gegeben. Damit kann man doch arbeiten. Dann haben wir eine jetzt gleich. Ja. Jetzt mit dem Leben renegerieren, ich jetzt noch irgendwie Z kriegen könnte, und da hinten nicht, noch so. Au! Au! Ah, das reicht nicht, da ist noch was. So, jetzt gibt's aufs Maul, Kollege. Jetzt ist Stündlein, ach toll, shit, genau jetzt geht natürlich wieder sein Modus. Zack. Und glauben so, timingstechnisch. Da geht noch was. Sehr schön. Einer, der Schaden gemacht hat. We have to stop meeting like this. Hey, I know. Wanna go out together? This shithole never appreciated us anyway. Cynicism is the refuge of the morally bankrupt. If you had a single ounce of integrity in your bones. Ah, oh, there are my two little lovebirds. Amiona, what the? Your animus against each other is futile. But I do understand how exciting it must be. Spare us the psychobabble, please. Your reliance on violence betrays your inability to process the emotional truth of your situation. What emotional truth? Jinx, you owe me a Coke. Both of you. Looks like someone got into Mommy's medicine cabinet. That's the master alarm. The body's containment cell has been breached. Oh, yes. My followers are quite devoted. They were only too happy to volunteer for Project Hope. As I'm sure you can imagine, the chi-chips you put in their heads were quite simple for me to take control of. In any event, our men are freeing the body now. This sounds bad. Your struggles with one another are at an end. And you can give in to the attraction that has driven it this whole time. Attraction? To this idiot? Oh, assuredly. It is only natural to be drawn helplessly to your opposite. That energy is the creative engine behind all life in the universe, from teen romance to black holes. Are you getting any of this? So rejoice! You need no longer fight the one you most desire. The object of your quarrel is out of your hands, and you are free to spend the end of the world in one another's arms. Guards! I killed all your guards. All of them? I was out of roll. I'm afraid this is merely a projection, Orochi. I am with the body now. In moments, I will be one with the creature.
Then I will fulfill my destiny and finally take my rest. Goodbye, my friends. Wish me luck. Gozu, dear, are you ready to perform the ritual? Well, this is awkward. Will you let go of me? Not before you kiss me, you fool. We've got to get out to the gates. I can have a transport here in a few minutes. That won't be necessary. I have a faster method. Fine. I'll meet you there. Don't do anything rash before I arrive. Who, me? Little old me? Here. We're on the same side now. You should take this. It is imbued with the latest chi technology. It could make the difference in defeating the body. You old softy. Is this payback for not making me employee of the month? Get out of here! Gut. Ich würde sagen, dann ist es jetzt Zeit für ein kleines Päuschen, oder was? Ja, würde ich auch mal behaupten. Alles klar, dann bis gleich. Ja, bis gleich. Nicht vergessen zu liken und zu subscriben. Yay! Yeah.